Link, start! Herzlich willkommen zu dem nächsten Video von Anyplays. Somit auch zu den nächsten Anime-News, und zwar zu der dritten Anime-News-Folge. Ich weiß, wir hatten ein Jahr eine Pause gemacht, aber das hatte seine Gründe und einseitig werden wir das auch klären, aber jetzt nicht Zeit dafür. Auf jeden Fall gibt es heute in Anime-News. Ich hoffe, das Opening, wie wir es nennen, also das Intro vor der Anime-News hat euch gefallen. Vielleicht werden wir das für jede Folge einsetzen, vielleicht auch für Anime-News. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ja, viel Spaß mit der heutigen Anime-News. Und zwar werden wir heute besprechen den konkreten Trailer und den Starttermin zur dritten Staffel von Yuna wa Yusha de Aru, den konkreten Starttermin und Trailer von Senpai ga Uosai Kohai no Hanashi, den Starttermin und den Trailer der zweiten Staffel von Isekai Shokudo, den Trailer zum ersten Free-Film, und wir haben auch heute Infos zur dritten Staffel, zum Film von Karakai Yuzo no Takagi-san, und wir besprechen heute den Original-Anime, der natürlich noch kommen wird, und zwar zu Fanfare of Adolescence. Ja, sehr viele Themen, sehr viele komplizierte Namen, let's go! Die dritte Staffel des Original-Anime Yuki Yuna wa Yusha de Aru wird den Titel Dai Mankai no Sho tragen und am 1. Oktober 2021 im japanischen Fernseher erscheinen, also in der Fall Season. Ja, der Anime bekommt auch einen anderen Namen und der Anime wird erneut von Studio Gokumi unter der Regie von Seiji Kishi produziert. Die erste Staffel, die 12 Episoden enthielt, wurde 2014 in der Fall Season im japanischen Fernseher ausgestrahlt. Die ebenfalls 12 Episoden lange zweite Staffel lief während der Fall Season im Jahre 2017, wobei die ersten 6 Folgen als Prequel gelten und als dreiteilige Filmreihe in japanischen Kinos gezeigt wurde. Die Handlung des Animes dreht sich um ein gewöhnliches Mädchen. Ein Mädchen im zweiten Mittelschuljahr und sie ist an einem Club in ihrer Mittelschule. Aber dieser Club ist kein normaler Club, denn sie ist Mitglied in einem Heldenclub. Und in diesem Heldenclub kämpfen die Mitschüler gegen mysteriöse Kreaturen. Ja, genau das war's. Let's go! Die erste Staffel wird bei Crunchyroll ausgestrahlt und ist auch dort verfügbar. Weiter geht es mit einem kurzen Trailer zu Senpai ga Uosai Kohai no Hanashi. Die Manga-Reihe wird seit 2017 von Shiro Matsa auf PC.com veröffentlicht. Der Verlag Ichijanja. What? Im März 2018 die gedruckte Fassung. Es geht um ein Mädchen namens Igarashi Futaba, die eigentlich den perfekten Job hätte. Wäre da nicht ihr Senpai Takeda Harumi, der sie wirklich immer nur nervt, weil er sie wegen ihrem jungen Aussehens wie ein Kind behandelt. Doch hält sie ihn wirklich nur für ihren nervigen Senpai oder ist da vielleicht noch mehr? Genauso würde ich sagen, wenn ich ihn ablesen würde. Es ist dieser Anime, in dem es dieses Mädchen gibt, mit den großen Büsten. Und genau dieser Senpai, der verarscht die ja die ganze Zeit, und um diesen Anime geht es. Der Anime wird unter der Regie von Ryota Ito im Studio Doga Kobo veröffentlicht und startet am 9. Oktober 2021 im japanischen Fernseher. Im dritten Punkt unserer heiß ersehnten Anime-News geht es zu einem neuen Trailer zur zweiten Staffel von Isekai Shokudo. Neben vielen bekannten Gesichtern sehen wir auch, wie viele neue Kunden an der westlichen Küche von Nekoya teilnehmen. Die erste Staffel erschien im Sommer 2017 und basiert auf den gleichnamigen Manga von Junpei Inuzaka, der auch die Light Novel geschrieben hat und sie bis jetzt auf 5 Bände hält. Die zweite Staffel entsteht unter der Regie von Masato Jimbo, welcher ebenfalls für die Serienkomposition verantwortlich ist, die beim Studio Olm stattfand. Im Anime geht es um ein kleines Restaurant namens Westliche Küche Nekoya, in Deutsch übersetzt natürlich. Dieses Restaurant ist in Tokio und es hat ein ganz besonderes Geheimnis. Jeden Samstag öffnet sich eine Tür zu einer anderen Welt, denn durch dieses Portal zu einer anderen Welt kommen auch verschiedene Arten von Gästen herbei. Wir haben von Menschen zu Zwergen, zu Elfen bis hin zu mächtigen Drachen, Gäste und ja, alle wollen das Restaurant von Nekoya besuchen. Darum geht es im Anime. Die zweite Staffel startet am 1. Oktober 2021 im japanischen Fernseher und wird bei Crunchyroll im Simulcast erhältlich sein. Der erste Trailer zum ersten Teil von Free the Final Stroke wurde veröffentlicht. Es wird 2 Filme geben und der erste Trailer zum ersten Teil, welcher das letzte Kapitel von Harus Reise zeigen wird, wurde veröffentlicht. Die Filme entstehen erneut unter der Regie von Aisaku Kawamani bei Kyoto Animation. Dieser erste Part soll am 17. September 2021 in japanischen Kinos erscheinen und Harus Weg zeigen, wie er zurück nach Australien, Sydney geht, wo er gegen seinen alten Kameraden, Rivalen antretet. Und der zweite Film soll voraussichtlich am 22. April 2022 in die japanischen Kinos kommt. Der Anime Karakai Juzo no Takagi-san erhält im Jahr 2022 eine dritte Staffel sowie einen Film. Ein konkretes Datum ist noch nicht bekannt. Die erste Staffel startete im Jahr 2018 in Japan und erhielt im Jahre 2019 eine zweite Staffel. Der Anime basiert auf dem gleichnamigen Manga von Soijiro Yamamoto, welcher seit Juni 2012 im Gessen-Magazin des Verlags Shogakukan erschien und bis jetzt aus 15 Bändern besteht. Die Handlung dreht sich um einen 15-jährigen Mädchenschüler namens Nishi
Ishikita. Dieser wird immer wieder von seiner Sitznachbarin Takagi geärgert. Selbst wenn er immer wieder versucht, sich an ihr zu rächen, dreht sie am Ende den Spieß um. Wird er es jemals schaffen oder wird er sich die ganze Geschichte der beiden entweder doch noch anders entwickeln? Vorabschließend zum Punkt 6 kommen wir zum Original Anime Fanfare of Adolescence. Dieser soll im Frühjahr 2022 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Der Original Anime wird unter der Regie von Makoto Kato im Studio Late Deuce produziert. Die Handlung, also die Geschichte, spielt in einer Akademie für Pferderennen, in der Jungen zu Jockeys ausgebildet werden. Die Akademie ist sehr wettbewerbsorientiert und wer aufgenommen werden möchte, muss nicht nur einen akademischen, sondern auch noch einen körperlichen Test bestehen. Yu Arimura, ein ehemaliges beliebtes Idol, das eine große Liebe zu Pferderennen hegt, seitdem er diese zum ersten Mal gesehen hat, entschließt sich dazu, diese Akademie beizutreten. Abschließend haben wir auch noch unsere meist erwarteten Anime Predictions für die Anime Fall Season 2021. Und zwar Mushoku Tensei Second Season. Ja, Mushoku Tensei, wir freuen uns schon sehr auf Mushoku Tensei. Mushoku Tensei hatte diesen gewissen Flavor von Final Fantasy 14 und einem Anime MMORPG aus einem Anime. Ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall freuen wir uns schon sehr auf diesen Anime und es wurde einfach mittendrin abgebrochen. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Da haben wir auch noch Platinum End. Platinum End ist vom Macher, vom Death Note Macher und ist vom selben Zeichner wie von Bakuman. Bakuman, toller Manga, toller Anime. Death Note, wer kennt es nicht? Auf jeden Fall, Platinum End kommt, haben wir es auch schon etwas eingelesen, wird wahrscheinlich auch sehr nice werden. Trailer sah auch sehr gut aus. World Trigger, Staffel 3, Sword Art Online Progressive Movie. In diesem Film geht es um Asuna, aber es geht um 1 Grad, aber aus der Perspektive von Asuna. Ich weiß nicht, ob es nur um 1 Grad geht, aber laut diesem einem Visual, was veröffentlicht wurde, sieht es eigentlich nur nach 1 Grad aus. Vielleicht geht es auch um die anderen Abteilungen wie Alfheim oder Gungate oder hier Alicization, was da Asuna alles gemacht hat, also alles aus ihrer Perspektive, aber ich denke, es wird sich fokussieren auf 1 Grad und auf Asuna. Ziemlich gut, dass wir nochmal ein New Remake von 1 Grad bekommen. Ich hätte gerne mein Remake der ersten Staffel, weil SAO ziemlich viel Potenzial hat, dieses aber nicht genutzt hat. Aber dass wir auf jeden Fall Asuna nochmal sehen, ist auf jeden Fall sehr stark. SAO hatte eigentlich immer Top-Animationen, aber die Story hat sehr... Es hat viel Potenzial, aber es wird nichts draus gemacht. Und natürlich noch Tsukio no Fafner, Dead Agretha The Beyond Part 4. Auch ein sehr starker Mecha-Anime. Also Gundam-Animes sind sehr underrated, muss man einfach mal sagen. Gundam-Animes sind sehr stark underrated. Und Tsukio no Fafner, Dead Agretha. Ich habe mich noch immer an dieses eine, es gibt da auch wieder so, es geht halt Clay. Wir haben unsere Hauptcharaktere wieder episch. Wo muss ich mal nachgucken? Wir haben unsere Hauptcharaktere und diese kämpfen auch wieder gegen einen Gegner, gegen irgendein Alien, goldenes Monster. Und dieses Monster sagt immer so: Ich kann kein Japanisch, aber Irun Wadeska oder sowas. Immer dieses so: Wer bist du immer? Und dieses, das ist so penetrant in mein Ohr gegangen. Bis heute habe ich diesen Laut noch im Kopf und es ist einfach so static. Und ich muss diesen Anime einfach noch schauen. Aus dem Grund, weil dieser eine Charakter, der hat einen Dad. Und sein Dad ist insgeheim Mangaka. Und dieser Dad einfach nur, er ist so: Das ist einfach, wenn man ihn sieht, man möchte einfach auch Mangaka werden. Und genau deswegen möchte ich diesen Anime schauen, weil er so episch ist. Und Gundam-Anime sind generell immer so, die haben so einen gewissen Flavor und so eine gewisse Leidenschaft, die einen etwas Unvergessenes da lassen. Und natürlich kriegen wir auch noch Jujutsu Kaisen, den Film, also Null, in dem es um die Fortsetzung Jujutsu Kaisen ging. Jujutsu Kaisen auch Top-Anime. Wir freuen uns schon sehr auf diese Anime-Season. Wait. Du weißt schon, dass eine neue Netflix-Adaption von One Piece ein neues Logo veröffentlicht hat und dass das ziemlich cool ist. Aha, okay, warum erzählst du mir das jetzt? Weil das eben auch in den Anime-News rein muss. Es ist eine Eilmeldung, eine Breaking-News, die mittendrin kam, in dem wir in den Flow waren, für die News zu arbeiten. Und du sitzt da einfach rum und hörst mir nicht zu und nickelst einfach nur mit dem Kopf. Okay, cool. Wir hoffen, dass euch diese Anime-News gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.